Ja, wo ist Böhnchen hin? Ja, neues Update kam ja. Die Girls haben ja hier ein Update bekommen. Hui, hui, hui. Ja, das Doofe ist natürlich, jetzt ist Böhnchen beraubt all seiner Sachen. Die Base ist weg, Auto weg, alles weg. Ja, es ist so eine Art partieller Vibe. Im Grunde ist es so, dass man noch die Fähigkeiten von seinem Charakter hat, also was man so entwickelt hat an ja, Fähigkeiten, ne, wo man sich verbessert hat, Gewehre, Schleichen, Überlebensfähigkeit bauen. Aber ansonsten, was man gesammelt hat und so, das ist weg. Deswegen habe ich Böhnchen komplett gelöscht, weil das macht ja dann keinen Sinn. Da fange ich dann lieber noch mal neu an, aber jetzt hat man ja auch die Stadt Samobor ein bisschen umgemodelt, beziehungsweise einige Spots ausgeschaltet, die man sonst besuchen konnte. Ich wollte mal hin und wollte mal gucken, was da so betroffen ist. Das hat man aus Performance-Gründen halt so gemacht. Ne? So, ich werde jetzt mal mit einem Mädel testweise hier los eiern. Moment. Ja, hübsch. Stärke machen wir mal ein bisschen runter. Ja, ansonsten. Ich will jetzt eigentlich die nur mal testen, die Püppi hier. So, nehmen wir sie blass oder eher. Ja, kommt aus dem Sommerurlaub, ne? Das Alter. Ja, hat schon ein paar Falten, hä? Mit 50. Ja, machen wir mal knackige 25, ne? Haare. Ah, mit Fickzügeln. Nehmen wir blond. Rot. Ah, schwarz. Ich mag schwarz. Augenfarbe. Das soll ja später dann auch für Männer kommen, ne? Also, die haben sich jetzt aber viel Zeit gelassen für die Girls. Und ich finde. Warte mal. Ah, die Iris, die Helligkeit der Iris, okay. Will richtig leuchten. Und? Schauen wir hier. Ah. Dann machen wir ein paar Smoky Eyes. Was ist das hier? Ah, genau. Wieder schön dunkel. So, Lippenstift. Ja, cool, das kann man sogar. Lol. Und Lipgloss. Ja, genau, wir machen so eine richtige Gothic-Pippi draus. Ja, was soll denn das? So, schlagen. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal hier nur testweise. Ich will ja dann eigentlich auch mit Böhnchen weitermachen, aber will. Halt. So, mal Nahkampfwaffen, ja. Gut, dann nehmen wir die Gewehre ganz weg und dafür ein bisschen. So. Weil wir werden uns am Anfang ein bisschen Bogen bauen hier. Fahren brauchen wir jetzt eigentlich nicht, oder? Ja, ist egal. Schleichen brauchen wir. In der Stadt. Weil da will ich ja hin. Aufmerksamkeit. Tarnung. Lebensfähigkeit, Baufertigkeit, nee, Medizin. Oh, Alter, du hast ja kaum Möglichkeiten hier. Haben die das zurückgesetzt oder was? Okay, Aufmerksamkeit weg. Medizin brauchst du auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da. Warte mal, Con. Da haben wir gar nicht. Laufen. Dann nehmen wir beides auf Medium, hä? Das passt nämlich perfekt hier. So. Na dann, Pipi. Husch, husch. Ach, das ist immer noch Jack Brooks. Wie nenne ich denn die alte mal? Ja, wenn man schon so eine Gothic-Püppi nimmt, dann muss der Name passen. So, Wednesday Addams. Natürlich Brandstiftung, was sonst? Tschüss. Guten Flug. Blöde Kuh. Nee, jetzt ist es ja keine blöde Kuh, ja? Jetzt bin ich die blöde Kuh.
Pass auf jetzt hier, hey. Ich will eigentlich nach Samobor und werde wahrscheinlich auf der anderen Seite der Map runtergeklatscht. Ist doch immer so. Wenn ich erstmal 3 Stunden rumrennen kann. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, was ist denn dort? Warte mal, was ist denn das Gelbe dort? Was ist denn das Gelbe dort? Da ist irgendwas Gelbes. Ach so, das ist ein Schiffswrack. Na, Uschi, kriegt man Sinn? Was sind wir denn? Oh, am Rand der Map. War ja klar. Am Salzbergwerk. Am Salzwerk. Wo müssen wir denn hin? Da hin? Oh, Alter, genau. Ich wusste es. Ich wusste es doch. Nee, uns gar nicht. Du willst nur. Ja, klar. Nee, komm. Komm. War klar, genau auf der anderen Seite der Map. Mal sehen, was passiert. Die war ja noch unterwegs, ob sie immer noch fliegt. Das ist so arschklar, ne? Genau auf der anderen Seite der Map kommst du raus. Ne? Du willst wo irgendwo besonders hin, ne? Nee, die fliegt immer noch. Scheiße. Ich kann mir jetzt natürlich schon ein paar Ruhmpunkte erarbeiten. Und mich dann umbringen und dann kann ich wenigstens einen richtigen Sektor mir aussuchen. Aber das dauert ewig hier. Aber es war ja klar. Es ist immer. Und wenn ich sage, oh, jetzt mal einen schönen Süden, schwupps, ab ins Schneegebiet. Hä? Ich sollte vielleicht, bevor ich das Maul aufreise, hier das Mikrofon ausmachen. Ne? Gamepires hört mit. Tech One. Ach, halt's Maul, die blöde Kuh. Hättest du mich nicht woanders raushalten können? Lass mich erst mal rumquatschen. Verpiss dich, ich brauch Zugriff auf die Map hier. Ich brauch dich. If you wish to activate the tutorial, please do so on your journal interface. Secure channel closed. Na endlich. Muss ich nicht quatschen müssen. Oh, hier der. Ja, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Dahinter, ne? Ja. Kann man die Kastengröße nicht einstellen? Also. Aber wie soll man sich da aufs Spielen konzentrieren, wenn du so ein Wackelarsch hast? Ah, das sieht natürlich schon, warte, naja, Moment hier. Oh, was hatten die? Ein Undershirt. Moment, jetzt muss ich mir die Pippi mal ganz genau angucken, natürlich nur rein zu wissenschaftlichen Zwecken. Uiuiuiui. Jetzt brauche ich eine Zoom-Funktion. Ja, danke. Ganz schöne Appelbäckchen hat sie, hä? Ja, ja. Ein schönes Top. Kann man nicht meckern. Uiuiui. Okay, gut, dann darfst du dich jetzt wieder anziehen. Ja, der Arsch, da wackelt schon ganz schön. Oh, hier muss ich das Mikrofon erstmal hier, ne? Naja, das muss ich erstmal hier ein bisschen näher stellen, ja, ne? Ja, ich bin so abgelenkt, ja. Ganz schöner Kasten hier, ne? Vielleicht hätte ich sie ganz dick machen sollen. So eine richtige Inge hier, so eine Zombie-Uschi. 50 Jahre alt. Die hat alles schon gesehen. Selbst das, was man nicht sehen möchte. What? Die wiegt 81 Kilo? Das kannst du mir noch erzählen, dass die 81 Kilo wiegt. Okay, also das ist merkwürdig. Du kannst auch nicht die Größe einstellen oder sowas, hä? Das geht ja immer noch nicht, oder? Das geht. Oder ich hab's übersehen, aber irgendwie sind sie ja alle ins. Die wiegt doch niemals. Na gut, der Hintern vielleicht. Aber die wiegt doch niemals 81 Kilo. Obwohl, wenn die alle standardmäßig 1,80 groß sind, naja, trotzdem ist das dann zu viel. Für eine Frau. Da würde die anders aussehen. 73, 74, ja. Aber gut, es ist ja halt erst jetzt neu frisch reingekommen. Die werden da sicherlich da noch ein bisschen das anpassen. Ach, hier ist es im Grunde genommen sehr ruhig und friedlich. Nee. So Muscle Monkey.
Oder? Da. Nice. Das ist eine der übelsten Tankstellen überhaupt, ne? Da ist auch ein Püppchen. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Puppen. 1. Warte mal. 1, 2, 3. Da im Busch ist einer. Sprengpüppi. 4, 5, 6, 7. Nein, Mäuschen. So viel zum Auto. Da steht aber okay, oder? Doch. Da steht ein Auto. Ich krieg die nicht alle tot. Nicht die Axt. Die machen alle denselben Fehler. Oh, warte, der ist weggeglitscht. Die kriege ich nicht weg. Warte. Auch immer so gerne. Wenn ich die Sprengpüppi wegmachen kann hier. Alter. Nee, die hat keine Power dafür, hä? Nur ein ganz billiger Kackbogen. War mir klar. Ja, kommt. Schnell rennen. Will dich nicht schon wieder verlieren. Ach komm hier, nee, das bringt nichts. Scheiße. Da hätten wir jetzt keine Chance. Also selbst wenn ich mich jetzt da in den Laden verkrümle, die anderen Püppi sind ja immer noch da, ne? Und die dann alle mit der Axt, mit der einen Axt kaputt zu hauen, die Axt, die hält da nicht lange. Nee, da bin ich dann lieber weg. Vielleicht finden wir in der Stadt ein paar anständige Waffen zum Hauen oder sowas, aber jetzt so, nee. Da hast du keine Chance. Ja, ganz übel wäre es natürlich, wenn diese Sprenger hier random auch auf der Straße rumlaufen. Du fährst rein, außersehen, ne? So ein Parkplatz. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt die Kackdrohne. I'm sexy and I know it. So, gucken wir uns mal an den Wohnwagen hier oben. So viel trage ich ja noch nicht mit. Ne? Zur Not renne ich einfach ins Wasser. So, oh, wir haben Muni. Das nützt uns jetzt hier nicht viel. Ohne Taschen und so und ohne Waffe. Ein paar Mirdas-Schuhe. Okay, die sind besser als das, was wir jetzt haben. Mützchen. Jetzt sind die Haare wieder weg. Jetzt hat die wieder Standardhaare. Nee. Okay. Also da sieht man, die müssen ja noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Wenn du da eine Mütze aufsetzt. Gäse. I. Manchmal sind hier auch Bögen drinne. Ah ja, ist Schrott. Feuerzeug. Jeans. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr. Ups. Damit ein bisschen mehr Platz hier. Genau. So, da können wir das hier verschnippeln. Da haben wir wenigstens schon mal ein paar Racks. Wobei ich finde Frauen in Jeans genauso attraktiv wie Männer in dem Minirock. Null. Das ist so unweiblich. Betont doch gar nicht die Hübschheit. Weder bei dem einen noch bei den anderen. So, hier ist nichts weiter. Ja, am Anfang ist es immer schwierig hier, ne? Am Anfang ist es schwierig. Ich will nach Samobor. Das könnte sich dann natürlich auch ein bisschen hinziehen hier. Oh, da liegt was rum. Ne, Trackerjacke. Willst du das anziehen? Ich finde das dezent unattraktiv, aber gut. Es geht jetzt erstmal um den Platz. Ein Handy. Ja, zu Geld sagt man nie nein. Aber das ist eine selbstbewusste Frau, ne? Sie verdient sich das alles natürlich selbst. Das ist es einfach nicht mehr wert hier, dass ich jetzt noch irgendeinen Kommentar abgebe, dass in jeder Bude.
Habe ich die Tür offen gelassen? Ach, Pippi. Du musst noch so viel lernen. Lässt sie die Türe öffnen. Aber wir müssen jetzt hier mal. Hier gibt's Essen, meine Kleine. Upp. Oh, die schwitzt. Ja, ist klar, ja. Jeans, Jacke und Hose und den ganzen Scheiß. Und bei der Hitze ist man eine Dattel. Hier ist ein Laden. Naja, gut. Mal irgendwie eine ordentliche Schlagwaffe, das wäre mal. Eine alte Batterie. Ja, ohne Auto. Das ist natürlich. Das ist dann immer so ein kleiner Mittelfinger, ne? Vom. Was ist denn das für ein Kackladen? So gar nicht. Eine Kiste, ja, leck mich doch fett. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass die Samobor. Oh. Mit Fire Jacket. Hab ich hier was reingetan? Geld. Naja. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie Samobor so runtergesetzt haben. Ne? Also da scheint es ja irgendwie Problemchen gegeben zu haben. Oder ja, halt mit der Performance und so. Ein Schnorchel und der Regen. Okay. Und hier scheint es die Probleme nicht zu geben. Ne? Aber es hat wahrscheinlich wieder was damit zu tun. Ne? Dass es dort eben auch diese ganzen Waffenläden gibt und so. Ne? Dass da auch ein Haufen Loot einfach so random rumliegt. Rucksäcke zum Beispiel. Wenn ich oben bin, brauchst du oder keine. Weil ich hier schon 20 gefunden habe. Scheiße. Jetzt kommt so ein dicker Mops. Alter. Ach, guck hier, wie er es eilig hat. Ich will nicht von dir. Du bist dick und hässlich. Guck hier, der fällt gleich aufs Mal, der Fettklops. Ich hab einen Freund. Wenigstens Licht an. Man fürchtet sich ja im Dunkeln. So, jetzt gibt man mal was Ordentliches. Na klar. Der Radio. Ja, Mädels halt, ne? Oh, neue Klamotten. Alle 5 Minuten am besten. Neue Klamotten. Oh, shit, das sind gleich 2. Scheiße. Komm, jetzt müssen wir rennen. So, also Benzin haben wir eigentlich da, Autobatterie haben wir da, jetzt fehlt bloß das Auto. Und auf der anderen, vorhin war das Auto da, da fehlt aber alles andere. Toll. Motorrad oder... Oh. Alter. Ui. Oh, oh. Oh, shit. Oh, Alter. Ich komme nicht mal hoch. Muss man wieder um die halbe Stadt rumrennen, um hochzukommen, ja. Gibt's keine Treppen zur Straße. Wir kommen auf Scum Island. Ah, ich habe ganz schön viel Fans hier schon, ne? Also sie. Nicht ich. Sie. Ah, die Spielplatzkinder, ja. Oh, die Kleine schwitzt ja wie eine Sau. Ich muss immer noch nach Norden wieder. Scheiß auf die Stadt hier, wir müssen nach Samobor. Nee! Nicht die Kackziege! Ich glaube, wir müssen schon wieder rennen gleich, ja, hä? Und wir sind verletzt. Und danach gibst du Daddy einen schönen Kuss. Da, die Brücke. Alter. Das ist so scheiße. Da war, sag mal, sind hier mehr Puppen? Oh Gott, ey. Ich wieder da humpelst und pumpelst schon wieder. Ohne Fahrzeug auf der Brücke, das ist schon unnice. Okay.
Nähzeug wäre auch mal nice. Nice, nice, nice. Was für ein Scheiß. Nee, Pippis. Oh, Alter, hier. Mega viele Pippis. Und ich bin eine davon. Boah. Zur Not. Hups, dann ins Wasser. Ich glaub, das überlebt man nicht aus der Höhe, oder? Ja, ja, komm, geh weg, Digga. Nicht, dass hier die ganze Bagage hinter mir herrennt dann. Hopp, springt das Wiesel. Das fette Wiesel. Hopp. Kann auch springen. Tschüss. Oh, Freddy Krüger. Oh, ist die sau schnell. Jetzt habe ich ja zwei, die hinter mir herrennen. Nicht umdrehen. Ist wie bei Albträumen. Lauf weiter. Nie umdrehen. Okay, ich glaube, der hat unterwegs Freddy Krüger gefressen. Hui, da ist Freddy Krüger. Ha! Ich habe mir den Fuß verknackt. Mir ist ziemlich warm. Nee, nee. Bei einer Frau kommt eigentlich bei 40 Grad, also alles, was unter 40 Grad im Schatten ist. Mir ist kalt. Oh. Ho! Der ist hängen geblieben. Der Spast ist hängen geblieben. Mache Fischköder draus. Gönn. Guck mal erstmal nach. Ja, da hast du das Genick gebrochen. Gönn. Ja, ja, manchmal hat man eben noch Chancen. Ohne Bauchtasche, die uns nichts nützt. Toll. Hä, das ist auch neu oder was? Nee. Ja, die können wir nicht reparieren. Arbeitshosen? Nein, das ist ja nicht so pompös. Ich will doch nur nach Samobor. Und da haben wir jetzt hier schon wieder ein Abenteuer. So, Pippi. Ich würde dich am liebsten ausziehen. Also nicht aus erotischen Gründen, sondern weil es dir halt warm ist. Aber ich bin sehr durstig. Ja. Manchmal ist in den Autos auch was zu trinken drin. Also wir laufen hier schon. Hier kommt jetzt gleich irgendwie so ein Spot. Eine Stadt oder so. Immerhin, wir haben einen kleinen Kompass. Damit wir grob wissen, wo es lang geht. Geld nehmen wir natürlich immer mit. Die Dame von Welt hat Geld. Sie läuft auch sehr damenhaft. So, ich bin schon recht weit gekommen. Also ich bin jetzt fast an der Stadt. Und unterwegs noch Klamotten gefunden. Und die Trolla muss jetzt ja natürlich auch erstmal ein bisschen Pipi machen. Und bei den Jungs machst du das ja genau. Oh, gucke. Cool. Wir schlüpperschen. Nee, warte. Ein bisschen hier Stolz gönne ich dir auch noch. Aber nicht aufs Röckchen. Sehchen. Oh Gott, sie macht es trotzdem. Hui. Wie ein großes Mädchen. Ja. Schön macht sie das, hä? 14 brauchst du nicht, das wird überbewertet. Jetzt, guck dir an, was die für eine Buchse hat. Unglaublich, hä? So. Das Röckchen steht ja besser. Hat zwar ein bisschen weniger Platz als die Jeans, die ich vorher für diese aus irgendeinem gammeligen Schrank rausgeangelt habe, aber jetzt noch Schulrucksack ein bisschen fertig, hä? Schulrucksack, Axt. Passt. Also mir gefällt nicht, wie sich das Wetter hier immer so sekündlich immer ändert, ne? Das ist immer so plupp. Das müssen wir unbedingt fixen. So, wir sind jetzt gleich in der Stadt, auch wenn das nicht so aussieht. Jetzt müssen wir bloß noch um die Ecke und dann bin ich mal gespannt, wie sich das performancemäßig hier so auswirkt. Es baut sich immer noch so scheiße spät auf hier. Da, plupp, jetzt ploppt es am Einkaufszentrum erst auf. Moment. Müssen wir mal im Umweg gehen hier. Hier wird es schnell mal unangenehm hier. Ich möchte nicht gleich am Eingang der Stadt hier vernichtet werden.
Ich habe Hunger. Oh, da. Guck mal hier, da ist so ein Struller. Ja, wir gucken jetzt hier nochmal. Ganz kurz. Hier oben, da lohnt sich es eigentlich auch immer mal. Also. So, meine Kleine. Oh. Oh, ist gut. Aber wir haben Hunger, also gucken wir uns mal hier um hier. Ne? Die fette Kühe noch rausziehen hier, weil sie hier Pfeile inhaliert hat. Was denn du hier? Vitaminpillen? Da hättest du mal welche genommen. Fette Kuh. So, geh Auto hier. Eine Melone, wir haben doch Hunger. Schön, dass wir... Hier, die Fußböden, das ist neu. Das ist neu. Kannst du mich erzählen, dass das ja schon vorher war. Aber ansonsten, die Automaten, das ist ja noch von ganz von früher. Ist mal die Melone. Die kriegt der Haufen veganes Gerümpel. Die muss mal richtiges Fleisch essen hier. Sonst muss ich ja gleich wieder pinkeln. Oh, ist schon wieder weg. Das ist nur Käse. Mal hier. Bugger! Nein, ich werd dick. Ach, du wiegst doch schlanke 80 Kilo. Oh, hier haben wir Kaffee. Ja, damit. Ja, von welchen, ja? Oh, gleich wieder pinkeln und so. Aber da können die ein bisschen schneller rennen. Ja, wird das in der Armbrust. Oh, nee. Guck, wie da guckt die ganze Zeit. Ah. Das war's schön. Ja, die hat ganz schön Kraft, hä? Ist nicht so Lappen wie Böhnchen. Halt! Ach, du musst doch nicht jeden Kerl ausziehen. So nötig hast du das nur auch wieder nicht, nicht wahr? Einstein. Hä? War das vorher schon? Nee. Kaffeebar. Das Schild war doch vorher nicht da, oder? Oder das war so beschissen aufgelöst, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Die Türen sind auch neu, oder? Hallo? Ja, hier drinnen brauchst du nicht. Bleib. Oh, Klamotten. Ja, wo soll ich es mal hinstecken? Ich brauche immer einen Rucksack. Im Sitz. Ja, sauberer. Ja, keine Tabletten. Es müsste eine Funktion geben, wo sie auch ihre Tage kriegen können, so nach 30 Ingame-Tagen oder so, oder 28. Jetzt ist der Waffenladen zu. Na, mega fett. Aber irgendwie ist die Auflösung von den Schildern besser, oder? Kann das sein? Jetzt sind die Läden zu. Da gab es immer Rucksäcke. Die ganzen Scheißbuden, wo es ja nichts zu looten gibt, die sind natürlich noch offen. Aber dort halt, wo es den Lootbums gibt, das ist zu. Gucken, ob die alle zugemacht haben. Nee, da ist noch, glaube ich, noch offen, oder? Nicht jeder Laden ist durch die Inflation pleite gegangen. Mäuschen. Ach, die haben die Türen wieder dran gemacht, hä? Nee, wartet. Hä? Hä? Hier war doch ein Waffenladen. Genau. Hier war sonst immer eine Sprengpüppi. Jetzt haben die hier einen Markt draus gemacht. Aber wird ein neuer Fußboden. Der Fußboden ist wie geleckt. Und da liegt eine Puppe. Ich war auch mal ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie gekriegt. Geh mal rein, halt, ich kann das nicht ewig halten, fette Kuh. Ach, Alter, wie dumm bin ich? Nee, wie dumm bist du? Ja, jetzt kommt die Axt, jetzt schnell. Oh. Hast du was im Hals? Warum machst du das immer? Pack's doch einfach weg, wenn ich auf die 2 drücke. Sind das? Tequila. Auch ein neues Bildchen, hä? Jetzt haben wir Bier, Tequila. Ja, trinken brauchen wir jetzt nicht.
Und hier gibt es die antialkoholischen Getränke. Was heißt Anti? Aber das können wir mal tauschen. Ich brauche einen Rucksack. Die Gasse ist natürlich leer. Alles für die Performance. Das nicht. Ja, hier war ein Waffenladen drin, ne? Vor allem hier ist ein Markt und hier ist öfter ein Markt. Ja, wie viel Märkte brauchen wir hier? Hoffentlich ist überhaupt hier ein Waffenladen. Einer zu, einer ausgetauscht. Das sieht aus, als ob da einer offen ist, oder? Das scheint dann wirklich so, als ob sie dann fast jeden Waffenladen hier zugemacht haben. Gott, das ist auch zu. Nee, das ist offen. Aber dort gibt's keine. Normalerweise hupe ich hier immer rein. Oh, guck mal hier. Wir haben da ja Graffiti dran gemacht. Alter, was haben die alles zugemacht? Hier! Das war doch eigentlich kaputt. Da konntest du hochspringen, da gab's sowas zum Looten. Das ist ja scheiße. Wir haben sie wieder Markt draus gemacht. Wir haben explodiere hier. Ich habe was anderes zu feiern. Das ist auch zu. Ja, wenn hier da die Sprengpipi rauskommt, ja, wo willst du hinrennen? Alles zu. Das ist ja schon wie bei GTA. 10.000 Häuser und in drei kommst du rein. Na, wieso geht denn da nicht kaputt? Alter, die haben das ganze Haus zugemacht. Dort auch. Der Boden ist eh neu. Oder einfach nur besser aufgelöst. Ja, schön. Ich bräuchte aber mal irgendwie, wenn du mir schon was gibst, dann gib mir eine Waffe, weil ich ein Holster mit dabei habe. Das wäre praktisch, wenn ich da eine Pistole dazu hätte. Und es gibt eine Hüte. Naja, natürlich. Ich meine, der Loot lohnt sich ja sowieso selten hier, ne? Ja, ein Haufen Zeugs, aber was will ich damit? Ich brauche ja Hardware. Nein. Aber wenn ich dann die ganze Muni suche, finde ich sie wieder nicht. Die Schmatztruhen. Wie kannst du sowas von vergessen? Ja, ohne Pistole brauche ich den ganzen Bums ja nicht. Nein. Ja, ich brauche einen Rucksack. Den findet man hier drinnen nicht, ne? Da brauche ich dann den anderen Laden. Wie sie rennt, die Kleine. Also hier gibt es bloß Essen oder Trinken. Aber hier mal... Ja, wo kriege ich jetzt einen Rucksack her, ne? Muss ich hier random in 10.000 Häuser rein? Ja, da ist glaube ich noch... Ne, da haben sie öfter Markt draus gemacht. Ich fasse das ja nicht. Mäuschen, es tut mir leid. Ne, hier ist offen, oder? Der Markt. Shit. Ja. Ah, guck mal. Die Bilder sind ja neu, ne? Von den... Vom Absinth und so. Also das wird alles nach und nach frisch, mit frischen Texturen überzogen. Oh! Ja, das war klar. Oh. Mach sie platt, die hässliche Sau. Die Kleine kriegt voll auf den Wand. Oh, kleine C2. Da brauchst du ja klar alle Beta. Oh, wie schnell die Klamotten kaputt gehen, ne? Blutung, Schmerz, Boost of Energy. Boah. Jo, das reicht nicht, wa? Jetzt bräuchte man einen Markt, wo es Tempotaschentücher oder Klopapier gäbe. Na, da gibt es einen Markt, da gibt es bloß Trinken drin, toll. Und nu?
Jetzt brauchen wir trotzdem noch ein Rack. Der Rucksack wäre auch geil. Dann könnte man nämlich die Racks da rein tun. Aber hier ist alles zu. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich muss mir, glaube ich, gleich den Schlüpfer zerschneiden. Wieso ist das so schnell respawn? Das ist das, was mich auch schon immer angekotzt hat. Da wundert mich das auch nicht, dass es mit der Performance hier nicht so weit her ist. Scheiße. Oh, wie schnell die respawnen, ey. Das ist ja nicht feierlich. Oh, höchstens 100 Meter weg. Alter, hier ist alles dichter. Da hinten sollte eigentlich noch ein Waffenladen sein. Naja, mal schauen. Ne, warte mal, das ist verkehrt. Oder? Ja, logisch. Jetzt, wo ich was brauche. Oh, alles kaputt. Schnell. Ja, mein Medizinskill ist ja nicht so geil. Okay, gut, das hätten wir. Aber ich muss mal hier... Oh, guck dir, ganz rote Brüste. Oh ja, im Hintergrund kräht's gleich. Oh, was Brüste? Die arme Maus. Ich brauche einen Rucksack oder irgendwie sowas hier. Ah, siehst du, ich habe eine Brille habe ich ja gefunden hier. Ja, Schrott, ey. Ich habe so wenig Platz. Ich brauche mehr Platz. Also ich fand die Performance eigentlich nicht schlechter oder besser als jetzt schon. Es baut sich immer noch sehr spät auf. Immerhin, der Brunnen ist noch da. Und der Baumarkt. Der Baumarkt. Ja, in dem Baumarkt fehlt ja eigentlich auch eine Bohrmaschine oder sowas, ne? Um Werkstücke nach Kundenwunsch zurecht zu friemeln. Weil dann könnte ich nämlich auch mal meine Axt reparieren. Im Augenblick nützt mir nämlich alles hier nichts. Ein Haufen Nägelhammer. Ein Radio. Schlösser. Noch so ein Reparaturgedöns. So, wenn's... Was zu? Okay, der Laden bin ich ja noch offen. Wenigstens. Warte mal hier. Hier geht's auch noch rein, oder? Ja, sieht offen aus. Aber wieso tickt es ja nicht? Hier brauche ich mir eine Base. Einen Rucksack. Aber die Läden, wo du den Rucksack immer gekriegt hast, die sind irgendwie nicht da. Ja, ich könnte mir jetzt die Schrotze ausrüsten, aber mit den paar Schuss. Ich habe okay Platz. Oh, ein Soldatenhelm. Das ist ja mal neu. Das ist Hardcore-Pippi. Oh, noch mehr von dieser schwächlichen Muni. Die mir nichts bringt. Ja, den Sport, die Sporthalle, ne, da könnte ich ja höchstens mal rein. Ey, das ist selten, dass sowas hier ist. Das ist selten. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also in den Läden hier, hab ich noch nie gesehen hier, Armeeklamotten, so muss ich immer in den Bunker gehen. Ja, schön. Gib mir die Pistole dazu, was sind das für ein Waffenladen? Obwohl, also, trotzdem. Ja, ich habe trotzdem keinen Platz für. Oder? Nee. Ein Dietrich, nehme ich mit. Okay, hier hat sich Sven's mal gelohnt. Käfsprenger hier drinnen. Immerhin. Ich werde mich trotzdem nicht drauf verlassen. Ja.
Dann nehme ich das mal. Ah ja, warte mal. Ja. Oh, ich muss das Klo. Ah, so. Ich habe immer den Drang, das dort rein zu tun. Ach, das da wird doch bloß eine Doppel. Nee, keine Doppel da. Wie hübsch sie ihre Finger gemacht hat. Ups. Ja, so klamottenmäßig. Ach, guck mal, die hat sogar Knieschoner dran. Hab ich vorher auch noch nie gesehen. Und die kleinen Schuhchen. Das sieht immer noch so komisch aus, wenn die laufen, hä? So. Hier ist jedenfalls kein Sprenger drin. Ja, neue Tür, neuer Boden, neuer Bums in dem Laden drin. Kann ich das hier jetzt der Sprenger dafür drin ist, hä? Oh, ich dachte schon, die haben das Gänsefleisch rausgenommen. Da hätte ich aber... Ich wäre schon ausgedickt. So. Jetzt hat die Kleine mal was Gutes zu essen. Ah, das ist schon heftig. Das ist schon heftig hier, dass die Läden hier fast alle zu haben. Vor allem die Läden... die eigentlich auch immer Bögen und sowas hatten. Die sind alle weg. Das sind alle, nee, alle weg. Also wir haben jetzt Trinken erstmal. Ich brauche unbedingt den Rucksack. Ja, das ist immer so Gejammer, hä? So, immer auf dem Rückweg, hä? Ist das überhaupt Klamottenladen? Vielleicht gibt es da drin was. Das ist jetzt ein bestimmter Fehler, wenn da mal steht und ich schieße jetzt, dann haben wir ja gleich Party. Partymeile. Mach zu, schnell. Ah, Penner hat mich gesehen. Tracker-Jacket. Aber geh Rucksack hier, hä? Taktischer Pullover? Wieso kann ich den hier... Hat aber nichts abgelegt. Ja, ist kalt. Naja, da ist wieder einer, ja. Alter, geh Rucksack. Gibt's hier keinen Rucksackladen? Campingladen? Ja, da kannst du gar nicht antworten. Gut so. Will hier ohne durch die Gegend rennen wie ein Depp. Ich wollte eigentlich nur noch mal die Sporthalle abschnecken. Da wird aus am Sound rumgepopelt, hä? Ja, entweder schwarz oder ich renne. Wie wir rennen. Hat sie ihre schönen Zöpfchen nicht mehr. Ja, den Helm brauche ich doch eigentlich auch gar nicht, ja. Oh, die schwitzt wie eine Sau, Alter. Die Arme. Aber vor allem, wenn du hier mal richtig verfolgt wirst, hä? Wie willst du da Flucht fischen? Musst du erstmal hier durch die halbe Stadt rennen, um da mal ein offenes Fenster zu finden, hä? Wenn ja hier ein paar Türen sind offen, ja, aber... Ja, also, oh, die schwitzt ja mega. Nee, hier ist auch zu. Oh. Das ist wieder dann so typisch, ne? Du bist ja voll bewaffnet, du hast Granaten, du hast eine Schrotze und dann scheiterst du an einer Holztüre. Aber wenn in dem einen Waffenladen schon Militärhosen sind, habe ich im Supermarkt vielleicht im großen mehr Glück. Und finde vielleicht dort einen Rucksack. Wo haben sie die Rucksäcke jetzt hingefackt?
Zagrebstraße, gleich liegt hier ein sackiger Huck. Naja, aber Weihnachtsmannklamotten. Mir ist es kalt. Do not enter, do not enter. Ein gelbes Band verbietet mir den Eintritt. Naja, dann müssen wir uns dran halten. Die arme Maus, wie sie schwitzt. Schwitzmaus. Ach, jetzt ist ja wieder so ein... Ah, nee. In der Ecke hier mit der Schrotze. Oh, den hab ich nicht gesehen. Ich hab nur den anderen... Oh, ich hänge wieder fest. Ja. Immer hänge ich fest, Alter. Immer ist hinter mir auch schon was. Geh weg hier, du Bau... Bernd. Ja, die Laterne. Ich mach dich zu meiner männlichen Hure. In aller Demut. Und ich lasse ja wieder schnell ankommen. Du, was erzählst du von der Scheiße rum? Ja, die übliche natürlich. Dumme Frage. Oh, wie das immer geht, wenn das trifft. Wie in echt. Also nicht, dass ich wüsste, wie das klingt, aber so stelle ich es mir vor. Also die hat ölgeilen Arsch in der Hose, ne? Das ist... Scheiße. Wisst ihr? Ich guck da wieder auf den Arsch, ne? Von Herz zu Herz. Komm, das waren zwei. Ja, die Kuh. Meine. So, Mäuschen, wir werden's versuchen, würde ich mal sagen. In die Halle da. Oh ne, jetzt sag nicht, dass hier auch... Ne, hier ist offen. Gut. Das wär nicht so günstig. Ja, ich hör's nämlich schon wieder kichern. Hier ist zu. Hier ist offen. Ich sauf Lack und bin besoffen. Hab das rein. Oh, hier ist doch nur so ein Kackhaus. Das ist so ein Käse. Ich wollte aufs Dach. Eine Feder. Die kaufe ich. Ja, hier die Schachteln, die sind jetzt irgendwie anders angeblich angeordnet. Jetzt brauchen sie, ja, haben die nicht vorher vier gebraucht? Nee, oder? Ja, keine Ahnung. Brauche ich nicht. Aber hier gibt's nur Scheiße in den Läden hier. Ob ich irgendwann runtergehe, hä? Hallo? Hier zu ist. Da oben ist er. Bitte triff. Und so schnell sind die Pfeile weg. Und das war 100% der Einzige, ja. Mir ist warm. Weißt du, wenn ich dich jetzt nackig mache, merkst du dann wieder, dass es dir zu kalt ist. Vielleicht finde ich dann in der Sporthalle Mummeln. Eine Schrotze, aber keine Mummeln. Ja, ich wollte ja eigentlich aufs Dach gehen und mir da mal einen Überblick verschaffen. Ja. Okay. Ja, hier komme ich noch hoch. Immerhin. Aber ich glaube, ich komme hier nicht drüber, oder? Doch. Oh, geil. Sehr nice. Aber hier. Alter, die haben die Eingänge weggemacht. Ja, die haben ja wirklich an alles gedacht, hä? Hier waren ja eigentlich die Fenster drin, wo du rein oder rausklettern könntest. Die Kleine schwitzt, die tut mir leid. Hab noch nie gehört, dass Frauen schwitzen können, aber... Ich dachte, das zu. Das hätte mich mehr erschreckt als jede Puppe. Ah, ist aber offen. Mäus. Hier kommen wir nur wieder so runter. Die Sprenger sind bestimmt auf der anderen Seite und warten. Überlege ich mir, ob das überhaupt Sinn hat, jetzt da noch den Hut aufzulassen, also den Helm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn hat.
Eins hab ich mal gemerkt, wenn du ohnmächtig bist, tun dir die Puppen nicht. Wenn die dich, ja. Böhnchen wurde ja mal ein paar Mal übelst vors Maul gekloppt. Und die Puppen aber nicht gemacht. Scheiße. Wie sah der denn jetzt aus? An der Fresse. Das war ja merkwürdig. Ich will nicht, dass hier was passiert. Ich höre es nämlich schon wieder schnüffeln hier. Hätte ich bloß Gänse eingesammelt, jetzt finde ich nur noch diesen. Ein bisschen höher, ja. Regenmantel, die ist froh, wenn es regnet, da ist es nicht mehr so warm. Ich will deine hübschen Haare sehen. Das hört sich an, als ob quasi Möte auf seinen Eiern die Treppen runterrennt. Ich fühle mich so dick, sagte die 30 Kilo Frau. Denn sie hat etwas Schwurf von ihrem Knie geknaupelt. Wäre halt der Supermarkt. Also das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Da ist noch eine Pippi. Wo vielleicht noch ein Rucksack ist. Spon. Jetzt haben wir genug zu fressen. Die packt es trotzdem ein. Mäuschen, wie viel haben wir noch? Jetzt werden... Gorken, das war der letzte. Einen Pfeil haben wir noch drin. Ein paar Pfeile werden toll. Aber die Läden haben ja zu, wo ist die Pfeile immer. Ja. Wenn jetzt hier so eine Sprengpippi kommt, ich kann die ja schlecht mit der Axt platt machen. Ich habe ja schon eine Macke. Pflanzen, the biggest shit on earth. Aber wenn man sie braucht, die Schmatztruhen. Da ist nämlich auch noch eine hier, da liegt doch so eine fette Puppe. Ich bin nicht fett. Oh, die Patronen. Ich brauche mal den ganzen Bums dazu. Waffen und so. Ja, Construction Boots habe ich. Ein paar Pfeile vielleicht? Nee. Kein Gönjamin. Besser wie nichts, wa? Besser wie nichts. Wo ist die Muni dafür gewesen? Was braucht man dafür überhaupt? Ja, jetzt haben wir ein M9 Magazin. Ich nehm's mal mit. Fädchen. Da ist doch noch einer. Schau. Ja, es nützt ja nicht. Ich bin nass. Trocken. Ich bin nass. Ich wollte sagen, ich bin trocken. Ich sag, nee, ich bin nass, Alter. Nee, das wird heute nicht mehr, ja. Ja, das merkt da hinten, wenn ich jetzt verteile. Ich brauche noch ein bisschen Nähzeug. Du 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 dum.
Du 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 dum, du 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 dum, du 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 dum. Oh, Alter, das Gefauche geht mir so auf dem Hals. Vor allem manchmal schleichen sich hier die Sprengpüppis rein, du kriegst sie gar nicht mit. Die fangen dann an zu ticken, sind 3 Meter vor dir. Eine kluge Frau hat immer Nähzeug bei sich. Soll ich nicht da hinten gehen noch mehr? Nee, hä? So dicht zusammen liegen sie nicht, die stehen nicht auf Kuscheln. Ja, jetzt, wo ich das andere repariert habe, kommst du mit dem Bums. Jetzt will ich das an. Passt zur Hose. Ja, und wie Damen ja nun mal sind, das muss ja auch alles passen, ne? Die ganzen Accessoires und das Ganze, ne? Man versteht's ja. So. Jetzt ist die Muni, aber was brauchst du denn dafür? 9 mm, 45er? Ich hab keinen Plan. Wenn die mich jetzt hier sehen, gehen die auf der andere. Warum? Ich drück doch den anderen. Ja. Brauch Muni. Ja, jetzt finde ich keine Muni, hä? War über der Muni drüber geflogen? Ja, jetzt können wir mal gucken. Alter! Ah, 45er. Gut zu wissen. Ah, cool, die hockt sich hin. Ist das normal? Manchmal waren die so im Stehen, hä? Sie hat gesagt, sie machen es im Stehen. Ich bin voll erwachsen. Alter. Die haben den Sound so verarscht. Gemacht. Da muss doch hier hinten irgendwie auf der anderen Seite sind. Haben wir hier alles? Ich bin so verwirrt. Oh, oh. Und er hat mich gesehen. Nee. Mäuschen. Was Blöse. Mensch! Du sollst das einfach, wenn ich die 2 drücke, auf die 2 packen. Doofe Kuh. Wie stehen dir Schuhe? Wie stehen dir die Stiefel? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ach, guck mal, wie dreckig die Schuhe hier sind. Dirtiness, 100%. Oh, sieht man. Ah, das ist aber nicht der Einzige. Fuck. Oh, Alter, das hört sich an, als ob die hier in dem Raum sind. Kann ich mir die Haare schneiden? Nee, warum sollte sie das machen? Oh, noch einer. Sag doch, hä? Die sind alle auf der anderen Seite. Dö-dö-dö-dum. Dö-dö-dö-dum. Der Fußboden ist neu. Hier nicht, oder? Nee. Man munkelt, man schunkelt. Ah, das kann doch nicht sein. Ich brauche Rucksack. Alter, das ist nicht normal. Ja, wo ist denn das Vieh? Mädchen. Der ist ja drinnen oder so, hä? Ja, scheißegal. Pech gehabt. Das wäre es gewesen, wenn ich jetzt aufgemacht hätte und da wäre mir ja auch so Eimer entgegengehüpft. Mal gucken, ja nicht, was einer rein. Oh, er ist ziemlich heiß. Ja, du bist auch ziemlich heiß, nicht wahr? Mit einem Rucksack auf dem Rücken würde dir bestimmt kühler werden. Ich will nicht, dass sie abklappt. Ja.
Deswegen lasse ich sie wahrscheinlich renten. So. Ich entferne mich jetzt mal. Von wegen entfernen. Nein. Ja, also performancemäßig, so richtig im Stadtzentrum hat man halt vieles dicht gemacht, ne? Und hier? Ja, hier nicht, ne? Oh mein Gott. Ja, wegen der Lampe muss ich mich ja vorbeugen. Viermal noch. Okay. Die Axt ist wieder auf 100%. Wenigstens der Supermarkt ist noch da. Das heißt, hier ist jetzt wahrscheinlich auch nur Scheiße drin. Aber kein Rucksack. Thermometer wäre mal cool. Aber ich weiß ja, dass es ja warm ist. Einen Rucksack sieht man in der Regel ja, ne? Oh, nee. Halt's Maul, gib mir einen Rucksack. Warum haben die Puppen eigentlich nie Rucksäcke auf? Doch, ein paar haben ja, ja die Armeetypen da. So, hier haben wir Bolzen. Wie schön. Gib mir noch mehr, was ich nicht brauche. Wie zu Weihnachten die Socken. Gut, brauchen schon, aber nicht zu Weihnachten. Ja, früher hat man den bösen Kindern einen Sack voll Kohle gegeben, wenn sie unartig waren. Zu Weihnachten? Heute? Sind sie Millionäre? Naja, man sollte nie etwas wegschmeißen, was einem geschenkt wird, ne? Vielleicht gibt es irgendwann auch ein Embargo, was Socken angeht. Dann sollte man schon ein bisschen, ne? Immer genug Socken dabei haben. Ja, also Rucksäcke, Handschuhe und den ganzen Bums. Das gibt's hier, aber... Guck mal, was Gesundes. Da wirst du auch nicht dick davon. Nicht. Und ich werde hier oben im Chefbereich gibt. Was mir hier fehlt, sind eigentlich BHs, ne? Also wenn ich hier mit Böhnchen und so spiele, in jeder Ecke gibt es hier BHs, aber hier, so wenn ich als Mädelspiele? Nö. Ich hab Kopfschmerzen heute nicht. Aspirin. Und schon geht's weiter. Oh. Die Föten. Wie klettern die hoch? Sieht das bei Frauen echt so aus? Ja, ich muss das mal irgendwie eruieren. Ja, mit Fahrzeug sieht es auch mau aus. Also, lootmäßig ist das heute übersichtlich gewesen. Aber das ist manchmal eben so, dass du halt das, was du brauchst, nicht findest. Ich setze die jetzt hier in den Schatten. Also, die ist jetzt so viel rumgerannt. Immer noch geh Rucksack, Pipi. Müssen wir nicht. Da. Ruh dich aus. Hauptsache, wir haben erstmal Essen und Trinken. Und eine Schmerztablette natürlich. Hitzegefühl. 36,7 geht aber. Gut, wir sitzen jetzt auch im Schatten, bewegen uns nicht mehr. Kacki. Naja, gut. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und ja. Es war die Schuhe war immer wieder sauber. Junge. Hä? Jetzt sehen die so aus? Jetzt sehen die richtig dreckig aus, ja, wenn ich die anziehe. An einer Frau sieht es immer sauber aus. Wie das aussieht. Okay.
Okay, gut. Dann hängen wir halt auf halb 8. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielleicht finde ich dann ja mal irgendwie einen Rucksack. Ansonsten, ja, die weiblichen Modelle sind schon sexy. Also sind schon schön geworden. Ich hoffe, die männlichen Pendants kommen dann später auch noch mit dazu. Und ich finde es halt ein bisschen komisch mit den Haaren. Ne? Wenn du denen irgendwie eine Mütze aufsetzt oder sowas, ändert sich die Haarfarbe. Da, die ist ja eigentlich ja schwarzhaarig. Ne? Oder wird es auch immer kurz und braun. Und, ja, da muss halt noch ein bisschen was gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen ist es okay. Ich finde es halt nur ein bisschen blöd. Du hast zum Beispiel keinen Spiegel, der hier funktioniert. Ne? Alles blind. Und deswegen macht das hier wenig Sinn, die jetzt hübsch zu machen mit Lippenstift und Augenfarbe und Make-up und so weiter, weil du ziehst ja nun nicht wirklich selber, ne? Vielleicht die anderen, wenn du mit anderen zockst, ne? Da denkst du dir dann, oh, die ist hübsch und so, ne? Aber in Wirklichkeit ist es dann halt ein dicker, nackter, haariger Mann, der am PC sitzt. Ne? Es gibt ja Leute, die verlieben sich dann in solche Figuren, ne? Und, oh, komm, lass uns treffen, ne? So ein 20-jähriger Jungspund. Ja, und dann ist da halt so ein Ottfried Fischer-Verschnitt und so. So, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.